Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles X. Und ihr seht schon, ich habe wieder gezockt. Und zwar massig. Und was das bedeutet? Eigentlich wisst ihr es ja. Wenn die letzte Folge damit endet, dass ich mich verabschiede, ist die darauffolgende Folge eigentlich meist Hälfte erklären, Hälfte zeigen und oh Gott. Ja. Und das mache ich diesmal und das wird, glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Denn ich habe sehr viel gemacht. Unter anderem seht ihr es ja schon an meinem Aussehen. Ich trage nämlich andere Schulterpolster. Und ich habe ein bisschen Kleidung gewechselt. Also, witzigerweise trägt Elmar jetzt Linz-Kleidung, aber nicht wirkliche Kleidung, sondern einfach, die sieht einfach nur aus wie Linz-Kleidung. Lin trägt währenddessen die gleiche Armor, wie ich sie habe. Witzigerweise sieht die bei Frauen aber ganz anders aus. Wirklich komplett anders. Wir haben die gleiche Rüstung. Ohne Scheiß jetzt. Und Irina trägt auch was. Das sind alles von Sakuraba Industries, was wir tragen. Und ich möchte das gerne ein bisschen zeigen. Also das wird jetzt nicht die Kleidung sein. Ich habe euch nur mal gezeigt, wie das aussieht. Denn ich werde gleich die Ausrüstung bzw. die Erscheinung nochmal wechseln. Das habe ich hier übrigens getan. Ich trage zwar das komplette Sakuraba Gear jetzt, aber die Arme trage ich nur im Erscheinungsbild. Denn ich trage immer noch meine normalen Survival-Handschuhe. Apropos, ich habe übrigens auch neue Schwerter ausgerüstet. Ich habe nämlich herausgefunden, wie powerful die sein kann, wenn man sich einfach 3 Slots frei hat. Ich habe gesehen, dass diese verdammten Schwerter 3 Slots frei hatten. Damit konnte ich, scheiß auf die Upgrades, 3-mal Nahkampfstärke 5 reinhauen. Und das ist um einiges stärker als die alten Schwerter. Und bei denen dachte ich schon, die wären so, muah. Aber die, oh, die sind so, muah. Ich sag euch, das ist so genial. Guckt euch mal meine Nahkampfstärke an. Meine alten Schwerter hat jetzt Elmar, weil die sind nur noch stärker, das zweitstärkste, was ich jemals hatte. Und das ist wirklich genial. Also die Handschuhe, die tragen wir immer noch. Die Survival-Arme. Aber ja. Ich habe die Einsatzarmplatten mir einfach nur des Aussehens halber gekauft, um das mal vollständig zu zeigen. Natürlich außerhalb des Helmes, weil den Helm, den trage ich nicht. Helmes Gesicht. Ich könnte theoretisch tauschen, aber ich will immer noch die extra Erfahrung. Waren wir sie? Ja, Erfahrung 2. Ich könnte mittlerweile auch schon Erfahrung 4 oder so reinhauen, aber ich habe mittlerweile auch herausgefunden, wo man noch besser leveln kann, und das ist in Oblivia. Das seht ihr jetzt ja auch noch. Level 25 habe ich mit jedem reingehauen. Da Irina ja ein bisschen hinterherhinkt, habe ich bei den anderen schon fast 25,5. Was heißt fast? Ich habe 25,5. Und ja, Irina ist halt dann auf 25 gekommen und da habe ich Schluss gemacht. Wir sind Blade Level 6, Titan Jaguar Rang 9. Ich habe ein paar Talente. Habe ich ein paar Talente noch gemacht? Ich glaube, ich habe an den Talenten nichts gerührt. Vielleicht. So, apropos Ausrüstung. Elmar trägt so ziemlich Lins Kleidung, aber in Wahrheit ist es Sakurabas leichte Rüstung. Also, ich habe ihr, also hier, Sakurabas leichte Rüstung gegeben. Ich dachte mir, naja, je niedriger der Verteidigungswert, desto mehr Upgrades. Bedeutet mehr Investment in Stärke. Natürlich kann ich jetzt die Nahkampfstärke plus nicht investieren. Also nicht rein investieren, weil ich die Items nicht habe. Aber zum Beispiel die Nahkampftreffer, die Arme geben, was ich ein bisschen doof finde, aber macht nichts. Und natürlich die Nahkampfstärke. Habe ich gemaxt. Ich glaube nicht bei allen, weil mir irgendwann die Muskelwülste dieser Suites wieder ausgegangen sind. Und da war ich doch ein bisschen zu faul, wieder alles wieder zu farmen. Ich hoffe, das entschuldigt ihr mir. Denn ich habe 32 Karten, die alle verpulvert. Größtenteils deshalb, weil ich mir halt dreimal für mein Schwert Nahkampfstärke 5 reingehauen habe. Und ich hätte 10 machen können mit den Wülsten. Mir fehlte aber das Metall dazu. Denn
Die Upgrades sind je nach speziellem Metall, das man in jedem über Datensonnen fördern kann. Nahkampfstärke 1 gibt's im... Also ich gehe mal davon aus, dass Nahkampfstärke 1 im Primordia gibt. Nahkampfstärke 5 in Noctilum. Und Nahkampfstärke 10 gibt's für das Metall in Oblivia. Und das konnte ich bis jetzt noch nicht fördern, weil ich es noch nicht hab. Was das ganze Gedöns angeht, habe ich noch wieder ein paar Optimierungen gemacht, deswegen mache ich gleich wieder ein paar Fotos. Denn ich habe schon die Grundvoraussetzung des Noctilums geschafft, und zwar es bis zu 20% erforscht. Und das war gar nicht mal so eine Mühe, wie ich eigentlich dachte. Also das war relativ schwierig. Ich glaube, ich bin nur zweimal gestorben. Ja. Denn ich habe auch herausgefunden, wie man am besten stealth, also sich von großen Monstern nicht ins Visier nimmt. Denn das ist eigentlich einfacher, als man denkt. Und ich habe das eigentlich ziemlich blöde gemacht, beziehungsweise bin eigentlich relativ früh rausgekommen. Das kann ich euch am besten jetzt schon erklären. Wenn man ein Monster anvisiert, kann man ja sehen, ob man es von der Seite oder von hinten angreifen kann. Man muss nur darauf achten, dass da nicht steht Front. Also wenn da Front steht, nimmt es dich ins Visier. Wenn du aber drumherum läufst und nicht dazu kommst, dass es auf die Front an sich geht, also du passt auf, dass es schön bei der Seite bleibt, und du läufst dran vorbei, dann nimmt dich nicht ins Visier. Und du kannst eigentlich quasi vor seiner Nase rumlaufen, aber wenn es immer noch da steht Seite und nicht Front, dann hast du es richtig. So, und wir ändern jetzt mal die Erscheinung und hauen mal die Kleidung an. Wie sieht eigentlich Arenas Schutzweste aus? Die sieht eigentlich auch ziemlich cool aus, ne? Können wir mal ein bisschen durchwechseln. Wollen wir das mal ein bisschen durchwechseln? Dass wir... Ah, wobei. Ich will mal gucken. Nur mal so just for fun. Will ich mal gucken. Das sieht schon ziemlich krass aus, ne? Ich weiß gar nicht, ob was das mit dem Schild auf sich hat. Ich glaube, den Schild habe ich gewechselt. Den habe ich neu bekommen. Ist zwar ein Schild im alten... Also, das ist zwar ein Schild, der... wo dran steht alt. Aber er ist trotzdem besser als jeder andere Schild, den ich so für Lin hatte. Von daher passt das. Ihr seht, die Nahkampfstärke ist beinahe genauso hoch die von uns, ohne irgendwelche Ausrüstung. Das liegt daran, dass der Schild so eine große Grundangriffsstärke hat. Das liegt aber daran, dass die Auto jetzt auch in viel, viel geringeren Abständen kommen. Also brachiale Durchschlagskraft, aber kein Damage, also kein Burst. Aber was haben Tanks nochmal so an sich? So, alles schön mit maximaler KP und allem. Der ist auch fast 5000. Und natürlich die Defensivwerte, die man für eine fette Armor kriegen kann. Die wir halt auch haben. So. Und hier haben wir jetzt mal kurz Erscheinung ändern. Ich will mal... Nein. Ich will mal gucken, wie zum Beispiel Irenas Schutzweste aussieht bei ihr. Naja, muss ich das dann ein bisschen wegdenken. Sieht auch ganz cool aus. Oder wie Elmas Tunika ist. Sieht auch ganz cool aus. Aber lassen wir es mal bei Lins Top. Und rissen die mal raus. Ich habe so viel Zeug, sage ich euch. So viel Zeug. Das ist echt nicht mehr feierlich. So. Das ist eigentlich ziemlich krass, dass Lin von Anfang an die leichte Ausrüstung hatte, was mir ja nicht aufgefallen ist. Also es war wirklich ja nur... also es war ja... Das hat ja das gleiche Aussehen wie Sakurabas leichte Ausrüstung. Ich wusste gar nicht, dass es gar keine Informationen gibt, wenn man es im Erscheinungsbild... das sieht halt aus wie Sakurabas leichte Ausrüstung. Was bei Irina aussieht, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und würde ich tatsächlich behalten, also rein theoretisch, aber man sieht schon am Rücken, eigentlich sind die Halfterungen dazu da, dass Waffen und Schwerter da auch hängen könnten. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das auch passt. Ich habe die das ist die mittlere Ausrüstung. Ich habe einfach Elma die leichte Rüstung gegeben, Irina die mittlere und Lin die schwere. Um mal zu gucken, wie es so passt. Und bei Irina ist ja so ein bisschen Angriff, bisschen Verteidigung. Als Healer sollte sie auch ein bisschen was einstecken können, um sich auch zu heilen. Aber kann auch austeilen.
bisschen, deswegen habe ich hier die mittlere Ausrüstung gegeben. Momentan ist er aber noch nicht ausgerüstet, also nicht komplett ausgerüstet, weil ich noch nicht bei allen Upgrades durch bin, weil mir die Muskelwülste, wie gesagt, ausgegangen sind. Was die Waffe angeht, müsste ich da eigentlich auch mal was reinhauen. Ah ne, das ist gar nicht Waffe, das ist hier, weil die habe ich schon alles eigentlich auch. Hier könnte ich was rein. Denn momentan gehe ich ganz schön auf Nahkampf. Kampfgewehr alt, habe ich auch gesehen, das war auch wieder das Beste. Also das ist das vergleichsweise Beste. Passt. So, Erscheinung ändern. Wir hauen mal ihr altbewährtes rein. Da, nee. Das ist Elmar. Nee, gar nicht, aber auch noch mal. Sieht auch nicht mal so schlecht aus. So. Haben wir eigentlich noch Gewinnsausrüstung? Weil die müsste ich ihm dann auch mal wieder geben. Es sei denn, das ist mir spontan auf Stream eingefallen und ich habe es gemacht, aber vergessen. Könnte nämlich ganz gut sein. Sowas passiert mir nämlich öfters. Die Hose sieht gar nicht mal so scheiße aus. Aber die passt halt, Alinas eigene Hose passt halt besser zum Restoutfit. So, jetzt haben wir nochmal Elmar. Die leicht lächerlich aussieht. Das weiß ich schon. Also das mit den Shorts verliert sie ein bisschen Autorität. Rollkragenpulli. Eine Schuluniform. Ja. Man kann denen schon ganz schön was geben. Neben der Rüstung natürlich. Also man kann die vollkommen in Freizeitkleidung reinhauen, aber gleichzeitig halt die Ausrüstung geben, die man eigentlich normalerweise braucht. Und da kann man eigentlich ganz schön Spielerei noch mitmachen. Wo ich auch schon ein paar Ideen habe, was man so später nochmal machen könnte. So rein prinzipiell, wenn mal eine passende Quest dafür auftaucht, dann, und ich mitten in einer Folge bin, dann werdet ihr einen Cut sehen. Weil dann werde ich Vorbereitungen treffen, um mit dieser Quest ein bisschen was zu machen. Aber das merkt ihr dann schon. Ja, die Gegner machen uns keine Angst. Wir werden kämpfen, bis unsere Mimioiden regungslos zu Boden fallen. Ja, natürlich ändern sich erst die Texte jetzt, wo wir wissen, dass wir künstlich sind. Und wir gehen mal zu, also als erstes mal zur Eleonora und geben unser Plate-Level. Und ich würde auf Mechanik 4 gehen jetzt tatsächlich. Um die fortgeschrittenen Datensonden im Nachhinein auch noch zu bekommen. Denn momentan war Mechanik 3 alles in Butter, aber es kann immer noch irgendwann sein, dass uns dann Mechanik 4 fehlt. Und es Mechanik 4 ist auch keine Verschwendung, denn ich habe auch schon Sachen nicht einsammeln können, indem Mechanik 4 war und von daher. Ja, ja, du hast dein Blade Level erhöht, damit kommt jetzt ein Bonus und zwar neue Wandsticker. Ach ja, genau. Ich habe auch ein bisschen die Einrichtung geändert. Werden wir uns gleich auch angucken. Ja, bisher konntest du das Quartier ja nur in Wandstickern der 8. Division dekorieren. Aber jetzt hast du noch viel größere Auswahl. Du bist doch mal aus. Cool. Na, was ist cool? Ja, noch viel, viel mehr Auswahl. So. Einmal noch wieder in Mechanik reinhauen. So, als nächstes haue ich wieder Archäologie rein. Denn die nächsten Sachen, die mir wirklich aufgefallen sind, ist, dass noch viel Archäologie fehlt. Und also, ich konnte einige Sachen mit Archäologie nicht sammeln, die rumlagen, und manche dafür sind auch tatsächlich dazu da, um Segmente zu aktualisieren. Und guck dir das mal an. Ich habe hier so ein bisschen rotblau. Also ein bisschen rotblaues Design reingehauen und schwarz. Also das Schwarze da, das ist auch, gehört auch zum Design. Ich dachte immer, die drei Farben passen eigentlich am ehesten zusammen. Das Desk ist auch noch schwarz geblieben, Boden ist rot und die Wände blau. Fand ich echt ganz nett. Das habe ich übrigens durchgehend gemacht, auch wenn man das in den verschiedenen Bereichen ändern könnte, theoretisch. Wie zum Beispiel im Skell-Hauptquartier und so weiter. Und dann will ich euch nochmal was zeigen. Das wäre hier. Und zwar haben wir ja Holo-Trophäen gehabt und ich habe mir eigentlich alles reingehauen, was wir so hatten. Einmal den Prone. Wie heißt sie noch? Ja. Unser erster Bossgegner. Und eine Rüstung. Das war die einzige Rüstung, die wir so hatten. Also nicht die einzige, aber die beste von denen, die wir so hatten. Deswegen habe ich die ausgewählt. Und ja, die habe ich immer mal so hingehauen, weil wir die halt haben.
Mal so rein theoretisch. So, jetzt kommt der wichtigste Teil. Ich zeig euch die Map. Denn da hat sich auch wieder eine Menge getan. So, ich hab's mittlerweile geschafft, das Noctilum auf 21,4% zu bringen, Primordia auf 33,6% und Oblivia auf 11,1%. Und guck mal, wir haben gerade Löwen. Ah, Moment! Bevor ich euch das zeige, hab ich ja noch was anderes zu zeigen. Nebenbei übrigens, ich habe ja nicht die Update installiert, deswegen dauern die Ladevorgänge wesentlich weniger lange. Vergleichsweise. Der Download hat mir ein bisschen zu... fand ich ein bisschen zu kurz. Für meinen Geschmack, aber vielleicht war meine Leitung auch gerade exorbitant gut in dem Moment. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob alles installiert war, aber es stimmt, dass da alles installiert ist. Und das waren irgendwie 15, 16 GB, die da drauf kamen. Trotz allem. Deswegen bin ich mir nicht sicher. So, wir haben nämlich noch hier was. Seid gespannt. Okay. Ich habe nämlich ein bisschen was investiert. Und ich habe extra 5 Miranium übergehalten, damit wir ein bisschen was reinhauen. Ich weiß gar nicht, wieso 5 und nicht 3. Aber gut. Das ist übrigens auch Maximum jetzt. Mehr geht nicht. Also bei anderen könnte man auch über dem Limit investieren. Aber hier kann ich wirklich nur noch einen rein investieren. Das bedeutet, dann ist Limit voll. Und dann haben wir die beste Sakuraba-Ausrüstung, die es gibt. Das Sortiment von Sakuraba Industries wurde weiter aufgerüstet. Alle Produkte wurden weiter aufgerüstet. Wieso sich das jetzt wiederholen? Keine Ahnung. Wir freuen uns mitzuteilen zu können, dass alle Produkte von Sakuraba ab sofort eine neue Auswahl an Erweiterungen verfügen. Übrigens habe ich die ganze Ausrüstung von Elmar, Lin und Irina am Anfang gekauft. Nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt so blöd und investiere ganz viel und kaufe mir ganz viele Sachen. Obwohl ich weiß, dass ich's ab der nächsten Folge sowieso wieder Mist ist. Also das hat mir schon beim Spielen, beim Erkunden gute Dienste geleistet. Wir haben viel, viel leichter auch Sachen gelegt. Und keine Angst. Also, ich ärgere mich jetzt nicht schwarz, weil ich da jetzt irgendwie was Blödes gemacht habe, sondern... Nein, das war alles so geplant. Ich muss mir gleich mal angucken, was das bedeutet. So, Granada GG kriegt jetzt die grüne Erweiterung. Und Sakuraba wusch jetzt die rote Erweiterung. Oder die gelbe. Ich glaube, die gelbe. Rot ist unbezahlbar und gelb ist nur sehr wertvoll. Jetzt kommt noch Meredith. Ah, nicht Meredith kommt nicht, sondern Lieb und Stichfest. Auf Stufe 2. Wir haben auch menschengründlich... Was? Wir haben euch menschengründlich studiert, um euren Geschmack zu treffen, okay? Deshalb sind unsere Rüstungen für euch richtig, richtig nützlich im Kampf. Und sehen so, so cool aus, oder? Hm. Pärchen 3. Mechanoiden sind so, so schrecklich, ja? Aber kein Problem mit starken Gravitationswaffen, weißt du? Sehr beruhigend zu wissen, oder? Oh ja. Schützen 2. Die sehen auch wirklich genial aus, finde ich schon, ja. Wir haben etwas Tolles entwickelt, ja? Gute Nachrichten, oder? Diese Produkte sind für uns ein bisschen zu schwer, aber für euch Menschen genau richtig, findest du nicht? Ich habe übrigens noch nicht rausgefunden, was besser ist. Na komm. So. Was besser... Guck mal, jetzt haben wir gerade 5-4-3-2. Was besser ist... Ob man pur auf Stärke gehen sollte, also wahrscheinlich geht beides, oder ob man auf Waffen geht, die in Kombination mit den Upgrades der eigentlichen Spezialisierung besser seien. Also wenn man jetzt eine Graviton-Waffe kauft, die auch extra Graviton-Power gibt, ob die dann besser ist, als wenn man eine normale Waffe gekauft, die speziell gut in physischen Schaden ist.
So, wo war denn Dieb und Stichfest? Also Sakuraba ist jetzt gelb, das habe ich mir gedacht. Na komm, steck 3 extra Crit und ein Buff von Angriff runter auf die Gegner. Und hier haben wir die Technik Heilung. Ich frage mich, ob die Technik bedeutet, dass wir uns beim Kampf heilen. Oder ob wir... Die sehen schon ganz cool aus, ne? Ob wir uns beim Kampf heilen. Oder... Ob das nur die Heilung an sich verstärkt. Denn... Das ist manchmal ganz schön blöde gekennzeichnet, vor allen Dingen. Lieb und stichfest. Das sind Schwerter. Elektroschwerter. Potenzial plus. Und die Anti-Ether-Reaktion. Ah ja. Brachiale Kraft. Ist momentan das, was ich wohl am ehesten bevorzuge. Ja, ja, die Granadaschwerter. Pistolen können wir noch viel mehr reinhauen, denn das Momentane ist, ja, okay, viele, viele Schnittstellen, in die ich Sachen reinhauen kann. Deswegen ist das momentan auch noch nicht so wirklich gut. Und bei den Attributen bin ich mir halt nicht so sicher. Das ist halt, ein Mechanoiden-Jäger bringt natürlich extra Schaden für die. Aber wenn man sich auf eine Sache spezialisiert, dann kommen die anderen zu kurz. Wenn man aber brachiale Kraft besorgt, dann sind alle gleichermaßen am Arsch. Wahrscheinlich ist es am ehesten nützlich, sich alle zu kaufen und dann je nach Situation auszurüsten. Aber dafür bin ich dann auch wieder zu faul. Was heißt zu faul? Da level ich lieber 3-4 Level mehr, um wieder komplett zu überrennen, anstatt auf taktisch zu gehen und dann mit einem Level drunter, vielleicht mit der Mechanoiden plus 3, das Mechanoiden-Core dazu latzen. Was können denn die Pärchen, Kämpferpärchen? Übertakten. Übertakten habe ich mittlerweile auch mal gemacht. Alles ganz effizient, auch ziemlich strong. Kann ich empfehlen. Die sehen schon ziemlich krass aus, ne? Die Blaster. Die von Meredith, die weiß ich nicht. Reichweite extra. Es ist natürlich schon ziemlich krass, aber. Wenn es das für alle gibt, ist es natürlich für die Sniper ganz geil. Reichweite 5 von Granada GG. Damit ballerst du einem Viech aus 10 Kilometer Entfernung in die Fresse. Aber das ist natürlich auch schon Level 20, über Level 20 gewesen. So, Lieb und Stichfest. Na? Das ist Level 30. Das Sortiment ist aber nicht so groß. Da hast du nur Waffen auf Potenz. Ah, da Reichweite 3. Ein Präzisionsgefähr auf Reichweite 3. Das ist aber Meredith. Ich glaube, hier haben viele Sachen Reichweite extra. Wow. Granada hat es mit dem Fernkampf aber doch schon mehr. Aber das waren auch Laserwaffen. Kann man denn... Lieb und stichfest wohl. Ah, tatsächlich. Na, wobei. Offensive gegen Defensive. Das wäre jetzt die Offensive und würde dann halt die physische Resistenz und die Elektroresistenz dafür aufgeben. Und das fände ich nicht so schön. Also hier würde ich tatsächlich auf die Attribute achten, weil unser Tank sollte einstecken. Deswegen höchstens bei der Gatling ein bisschen was. Extra Produkt. Wow. Eine... Ich weiß nicht, mit was hält die sich da fest? Bei den meisten Sachen gehe ich von Magnetismus aus. Aber das sieht ja schon ziemlich lächerlich aus.
Nutzer Potenzial. Ich muss mal durchlesen, was Potenzial an sich wirklich kann. Da kann ich nämlich nur vermuten. Ich sollte runter scrollen und nicht immer von oben scrollen. Das ist eigentlich ziemlich dämlich. Da haben wir mittlerweile noch nur leichte und mittlere Ausrüstung, die aber auch nur Potenzial gibt. Potenzial wiederbeleben. Also, Granada gibt Fernkampf, Sakuraba gibt Nahkampf und... Was soll ich sagen? Ich kann das schon wieder neu... Ach ja. Fette? Ihr stimmt, wir haben jetzt das 25er Cap erreicht. Wir können sowohl neue, da jetzt sehr wertvolle gelbe, also gold-gelbe Ausrüstung, aber auch, und das ist das Coole dabei, Level 25er Ausrüstung mit extra defensiver. Ja gut. Was die Ausrüstung angeht, das machen wir nächstes Mal. Also für jetzt reicht's voll und ganz.